Also denkt dran, die Zeit startet ja erst, wenn wir ein bisschen Damage gemacht haben. Also dann startet der Timer. Ja. Von daher alles ganz entspannt. Exakt. So, die Gruppe bewegt sich jetzt erstmal natürlich einfach in Richtung der Monster auf der Ebene. Wir sind hier in der Windebene. So, wir können uns ja davor erstmal sammeln. So, und da wurde das Doshaguma direkt entdeckt. So, lasst uns auf jeden Fall zusammen starten. Nicht, wenn jemand zu weit weg ist. Ich glaube, das kostet ja auch nur Zeit. Möchtet ihr zusammen angreifen oder geht jemand vor? Naja, so ein Sneak Attack wäre, glaube ich, ganz gut am Anfang. Wir haben ja den Gilly dabei. Den können wir ja ausrüsten. Okay, und also ein Sneak Attack ist das Ziel der Gruppe jetzt. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Ja, dann, ja? dann gehe ich einfach mal vor mit dem Alright. Gilly. Alright, Denzen macht jetzt die erste Sneak Attack. Und dann legen wir los, auf das wir es hinkriegen. 12 Minuten, Leute. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Okay. Und direkt genug Schaden gemacht mit der Sneak Attack, um die Quest zu beginnen. Das sah gestern anders aus. Jetzt sind auch alle vier in den Kampf involviert. Super. Also er hat, glaube ich, unten am Bauch schon eine Wunde. Dann denkt an den Focus-Attack. Ja. Und wir sehen gerade schon, gleich wird es einen Wetterwechsel geben, hat Alma uns durchgegeben. Und uns wurde der Tipp gegeben, wenn wir Dung verwenden, könnten wir die Herde auseinandertreiben. Das wäre natürlich ein großer, großer Vorteil, wenn man gegen so ein großes Monster kämpft. Ich glaube, das hat die Gruppe aber tatsächlich geschafft. Ich sehe die anderen Doshagumas nicht. Oh, der hat gesessen. Er saß sehr gut. Die Gruppe wurde doch nicht auseinandergetrieben und jetzt kommen die anderen beiden kleineren Doshagumas natürlich, um das Alpha mitzuverteidigen und gleichzeitig beginnt der Sandsturm. Auch bei uns. Hier wurde sich immer noch nicht dafür entschieden, die Herde zu trennen. Lasst uns das Alpha. Plant ihr die Herde zu trennen? Er ist voller Fokusmodus. Keine Chance. So, und direkt das Sakiri holen. Saikri holen und hinterher. Und Wochenstärken nicht vergessen. Wie kommt ihr bisher zurecht, findest du? Wie klappt? Ja, ich komme ganz gut voran. Wurde noch nicht so viel getroffen, zum Glück. Aber der Fokusmodus, da muss ich mich noch ein bisschen reinfinden. Warum habt ihr euch noch nicht dafür entschlossen, die Herde zu trennen? Boah, sorry, es ist mega laut, ich höre dich kaum. Also einfach noch nicht dazu gekommen? Action. Ah, okay, okay. Alles gut. Ah, okay. Ja, das, die Gang, die können mich jetzt alle nicht hören, fällt und mir gerade auf, weil die ja Kopfhörer aufhaben. Deswegen kann ich ganz laut lästern. Aber dass die bisher noch nicht die Herde getrennt haben, könnte dieser Gruppe am Ende zum Verhängnis werden. Außer die sind wirklich so stark, wie Denzen es angekündigt hat. Ja, mal sehen, mal sehen. Oh nein, er hört mich doch. Hä, hast du so getan, als würdest du mich und Mount, vielleicht.�
und da gab es einen dicken Pfeilregen von Densen. Sandra sehen wir hier mit dem Doppelkling. Auch sehr viel kleinen Schaden anrichten. Gab es schon einen Fokus-Modus-Angriff? Den habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr gut, 270 war das. Auch nicht leicht, weil wir hier in einem Höhlengang sind, sehr eng umschlossen von Felsen. An sich gut, wenn man gegen ein Monster kämpft, damit es natürlich nicht direkt entkommt, aber wenn man direkt zwei oder drei Dushabumas dabei sich hat, sehr herausfordernd, sehr, sehr herausfordernd. Da wird mit einer Fassbombe probiert. Oh. Jetzt geht's richtig los. Mein Gott. Hinten ist wieder eine Wunde. So, die Monster bewegen sich jetzt, glaube ich, langsam aus der Höhle raus. Bald könnte das einfach auch genug Schaden haben, um davon zu rennen und die Höhle generell verlassen zu wollen. Du siehst ganz begeistert aus. Darf ich dich fragen, wie du es gerade findest? Ziemlich cool. Also ich will es am liebsten selber schon spielen, aber ich brauche dich ein bisschen näher am Mikro. Ich will es gerne selber schon spielen können, aber ich gucke jetzt gerade nur zu. Mein Partner sitzt da vorne, deswegen fieber ich so mit. Nochmal, das wäre dein Bild, sagst du? Das wäre dein Bild? Nein, das ist mein Partner. Was? Wirklich? Ach, du fieberst so richtig mit quasi. Ah, sehr gut. Und macht er das gut? Ja. Doch. Hast du noch Verbesserungsvorschläge, was er besser machen könnte? Nein, der macht es schon sehr gut. Also ich hätte es wahrscheinlich selber nicht besser gekonnt, weil das ist ja auch aufregend hier auf der Bühne und das ist ja jetzt schon ein bisschen anders zu den Vorgängern und es ist richtig spannend. Also ich finde es toll, wie die Atmosphäre so ist von Gibt's dem ganzen nicht, wie lange Spiel. Also es ist natürlich wirklich herausfordernd, das muss man sagen, auf der Bühne, vor Leuten, auf Bildschirmen und im Stream zu spielen, das ist nochmal ein ganz anderer Druck als zu Hause auf dem Sofa. Spielt ihr normalerweise auch zusammen dann? Ja, also normalerweise spielen wir eigentlich nur zusammen und das als letztes haben wir Rise gespielt und ja, ich würde sagen, da haben wir so jede Spielminute, die man aus dem Spiel kriegen konnte, so rausgekitzelt. Ihr habt aus dem alten Teil alle Spielminuten rausgekitzelt, meinst du? Aus Rise, ja. Ich glaube, es war auch das erste Spiel, was wir zusammen gespielt haben. Ich habe schon ein bisschen früher mit Monster Hunter angefangen, aber ja, das war seit langem so das erste Spiel, als das rauskam. Da haben wir irgendwie bis 6 Uhr morgens durchgespielt und es gar nicht gemerkt. Und seid ihr eher so, dass ihr sagt, ah, okay, ich habe spontan Zeit, lasst zusammen spielen? Oder plant ihr so richtig, wann ihr mal so einen langen Monster Hunter-Abend macht? Also, wir haben uns im Vorhinein schon überlegt, das spielen wir auf jeden Fall zusammen und haben dann auch, ja, ich würde sagen, fast jeden Abend immer zusammen gespielt, so als eigentlich, genau, zum Ausklingen des Tages so. Cool, danke dir. Ich guck mal nochmal, was hier abgeht. Wieso stirbt er denn nicht endlich? Ja, der ist einfach sehr, sehr stark und ich, kannst du mich gut hören? Ich frag nochmal. Ja, es geht. Hallo. Hallo, jetzt klingt der ist einfach wirklich sehr, sehr stark und ich glaube, ihr verliert auch einiges an Kapazitäten,
weil ihr die Herde nicht getrennt habt und ihr euch mit den anderen zwei kleinen Doshagumas noch mit angelegt habt. Ja, ich dachte, es sei schlau, einfach ihn zu fokussieren, damit wir möglichst schnell die Quest abschließen und die anderen zu ignorieren. Aber vielleicht ist es das nicht. Man kann die Herde durch Dungpods auch trennen. Ja. Und dann hat man quasi seine Ruhe mit dem Alpha-Doshaguma. Das wäre besser gewesen, meinst du? Ich könnte es mir vorstellen. Auf jeden Fall hat das Spiel euch allen mehrfach gezeigt, ihr sollt mal Dungpods reinwerfen, um die Herde zu trennen. Aber ich glaube, dass auf dem Bildschirm so viel passiert der Druck auf der Bühne auch noch so groß ist, dass man da das nicht mitgenommen hat. Aber ihr macht das gut. Jetzt ist es tot. Aber ich glaube, das waren nicht 12 Minuten. Das ein Seikri-Küken zu sehen. Also 9 Minuten hat sich doch schon länger angefühlt als 9 Minuten. Sag was? Es hat sich doch schon länger angefühlt als 9 Minuten. Aber ich glaube, weil die Zeit ja erst startet, wenn wir wirklich angreifen. Und das Ganze drumherum hat ja auch ein bisschen gedauert. Also ich finde, wenn man den reinen Kampf betrachtet, ging das bei euch schon sehr schnell. Also ich finde, man hat diese 3 Minuten Unterschied zu gestern wirklich gespürt. Und ihr habt das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Chaka. Was ist euer Ziel? Ihr seid jetzt quasi alle einfach auseinandergestreunert und guckt mal, was ihr so entdecken könnt. Wir können natürlich auch mal versuchen, den Drachen zu machen. Wie heißt er denn? Ray Dunn? Der kommt erst, wenn Gewitter ist, nein? Ja, aber wenn wir in die Nähe reiten, wird das doch, glaube ich, getriggert. Probier das mal. Probier das gerne mal aus. Ich habe ihn mal markiert, aber die Markierung seht ihr nicht. Also gucken wir mal, ob wir direkt auch den Drachen noch... In den 5 Minuten schafft ihr den Drachen direkt noch mit. Ja, das denke ich auch. Na klar, ambitionierte Ziele mögen wir hier. Auf jeden Fall, glaube ich, können wir in sein Nest und dann triggert das den Fight, egal welches Wetter ist, wenn wir da hinreiten. Im Norden, das ist in dem Bereich 13, da sehen wir ihn 250 Meter entfernt. Wenn wir da hinreiten, triggert das den Fight. Ich komme mal kurz nochmal auf diese Seite rum, denn ich hatte ja das wirklich rein zufällige Glück, dass ich die Freundin von dir, glaube ich, nein, doch? Hallo, dass ich gerade mit deiner Freundin sprechen durfte. Und die hat auch gemeint, du machst das richtig, richtig gut, aber dass du es noch besser machst, wenn ihr zu Hause spielt. Stimmt das? Oder bist du zufrieden mit deiner Leistung? Ja, wobei, habe ich eben schon mal gemeint, ich bin auch der oft dann stirbt, weil ich ein bisschen zu greedy bin. Du bist zu greedy? Ja. Warst du heute auch zu greedy oder hast du das reflektiert und im Zaum gehalten? Ich habe versucht, nicht zu sterben für mein Team. Und hat das gut geklappt? Ja. Findest du, du hast gut Schaden ausgeteilt mit den Waffen, die du so mitnehmen konntest? Ja, ich hatte ein bisschen Probleme, so die Kombos, die ich aus Rise und Sunbreak halt vor allem kenne, hier auch umzusetzen. Ich habe es auch ehrlicherweise ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Ich habe gestern noch drüber nachgedacht, hätte ich das hier gewusst. Aber du hast das toll gemacht und ich glaube einfach, dass du die Kombos dann hier mit der Zeit auch nochmal richtig, richtig krass drauf haben wirst. Shoutout an meine Freundin, weil ohne die würde ich heute immer noch vielleicht kein Monster Hunter spielen. Die hat, hat sie Monster Hunter zu dir gebracht? Magst du das erzählen, wie es kam? Rise kam raus, wir hatten beide eine Switch. Sie meinte, wollen wir das kaufen? Ich so, jo, warum nicht? Und dann, ich wollte schon immer Monster Hunter spielen, seit dem ersten für die PlayStation. Ich kam irgendwie nie dazu. Und jetzt bin ich gehookt. Jetzt bin ich bei jedem Teil dann dabei. Hammer, richtig geil. Sehr, sehr gut. Auch eine super schöne Geschichte. Ihr habt euch tatsächlich mit dem Drachen jetzt angelegt. Ja, natürlich. Wie witzig. Dass ihr den jetzt noch gefunden habt. Ach, du hast den ja vormarkiert. Genau. Und wenn man in die Nähe von seinem Nest fliegt, dann läuft er da rum. Also, oh, das ist aber nachvollziehbar, weil man muss natürlich sein Nest verteidigen. Ja, ich habe es gestern mal in der Booth gespielt, alleine gegen ihn. Es war sofort vorbei. Wirklich? Ja, das war nix. Aber ist ja auch super cool, dass es so eine Challenge gibt, auch schon im ersten Gebiet. Also wenn man wirklich eine Challenge will, dann sagt man dem Drachen mal Hallo. Glaubst du, man könnte das alleine generell schaffen mit mehr Training? Mit Sicherheit schon, ja. 2 Minütchen habt ihr noch, das schafft ihr, ne? Ja. Das wird locker. Ich würde aber sagen, wir machen...